der Tagesordnung fort und kommt zum Tagesordnungspunkt 15. Maßnahmen zur Altersfeststellung bei minderjährigen Ausländern. Es liegt ein Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 7/700 vor. Einbringer ist der Abgeordnete Herr Reul. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Du kannst nicht immer 17 sein, heißt es in einem bekannten Lied. Ja, Herr Heuer, hören Sie zu. Heute wissen wir, Chris Roberts hat sich vor gut 40 Jahren gewaltig geirrt, denn im Deutschland des Jahres 2016 ist genau das für gewisse Personengruppen sehr leicht möglich. Sie bestimmen ihr Alter einfach selber. Meine Damen und Herren, wir reden heute über ein sehr ernstes Thema und es ist aktueller denn je. In Freiburg wurde Mitte Oktober eine 19-jährige Studentin vergewaltigt und anschließend brutal ermordet. Der mutmaßliche Täter, nach Medienberichten ein 17-jähriger traumatisierter Flüchtling aus Afghanistan. Bei seiner Einreise nach Deutschland Ende 2015 hatte er sich als 16-jähriger vorgestellt. Dieser Fall des in Deutschland seit seiner Einreise als unbegleiteter, minderjähriger, ausländerbetreuten Jugendlichen nahm dieser Tage eine Wende. Seine frühere Anwältin identifizierte den jungen Mann zweifelsfrei. Sie hatte ihn vor 3 Jahren in Griechenland als damals schon 17-Jährigen verteidigt. Er wurde damals zu 10 Jahren Haft verurteilt, weil er in Griechenland eine Frau überfallen hatte und eine Klippe hinuntergestoßen hatte. Der mutmaßliche 17-jährige Mörder von Maria L. war also schon vor 3 Jahren 17 Jahre alt und genoss seit seiner Einreise 2015 in Deutschland aufgrund seiner falschen Altersangabe eine besondere Betreuung unseres Rechtsstaates. Möglich war das nur aufgrund der hier herrschenden oder besser gesagt nicht vorhandenen Kontrollmechanismen, die wiederum nur möglich sind, weil es unsere Politik nicht anders möchte. Das muss man an der Stelle sagen. Meine Damen und Herren, der Fall von Freiburg ist ein krasses Beispiel, ich weiß, und es ist auch ein Beispiel des Missbrauchs. Diesen kaltblütigen Mord, der wohl von einem sich als UMA ausgebenden Schwerkriminellen begangen wurde, hätte es nicht gebraucht, um zu erkennen, dass wir diese Problematik endlich angehen müssen. Es geht um die Altersfeststellung sogenannter minderjähriger Ausländer, kurz UMAs, die in Deutschland um Asyl bitten. Die AfD-Fraktion fordert in dem vorliegenden Antrag konkrete, verbindliche Maßnahmen, damit eine medizinische Altersfeststellung in allen Fällen, wo Zweifel bestehen, zur Pflicht wird. Eigentlich bräuchte es darüber keine große Diskussion, denn mittlerweile ist hinreichend bekannt, dass im großen Stil geflunkert wird und dass die bisher in vielen Fällen praktizierte Pi-mal-Daumen-Altersfeststellung zu hohem Missbrauch führt. Diesen Missbrauch müssen wir beenden, meine Damen und Herren. Und dafür ist die Politik da. Ja, wir müssen uns um die Kinder kümmern, die ihre Eltern beispielsweise im Syrienkrieg verloren haben. Aber wir müssen die vielen, die kein Asylrecht haben, aus dem Asylverfahren aussortieren. Und wir müssen schnellstmöglich sehr genau darauf schauen, wer sich hier fälschlicherweise als minderjährig ausgibt, um hier einen Missbrauch zu verhindern. Und dieser Missbrauch geschieht zulasten unserer Strukturen und unsere Ressourcen. Denn jeder, der sich fälschlicherweise als Minderjähriger ausgibt, bindet wertvolle Ressourcen in unseren Jugendeinrichtungen, die wir dringend für wirkliche Opfer und auch für die einheimischen Jugendlichen brauchen, meine Damen und Herren. Eine klare Regelung würde zudem viel Geld sparen, das wir an anderer Stelle auch gut gebrauchen können. Wie eben erwähnt, ja, es gibt Asylbewerber auch aus Kriegsgebieten. Insbesondere die Syrer kamen ab Mitte 2015 nach Deutschland, die meisten von ihnen in einem Migrationsstrom, der uns innerhalb eines Jahres insgesamt 2,1 Millionen Zuwanderer ins Land brachte, innereuropäische Einwanderung mit eingerechnet. Wohlgemerkt, der Krieg in Syrien dauert schon viel länger an und ein großer Teil der Einwanderer hat keine syrischen Wurzeln, auch wenn es das immer so verkauft wird. Der Balkan liegt bekanntlich nicht in Syrien und auch das Urlaubsland Tunesien nicht. Während den Linken und Grünen, die 2,1 Millionen Zuwanderer noch zu wenig sind, möchte die AfD seit ihrer Gründung 2013 mit einem Einwanderungsgesetz
dieses Einwanderungschaos endlich regeln. Die SPD hat diese Forderung mittlerweile im Copy-Paste-Verfahren abkopiert und geht damit auf Stimmenfang. Herzlichen Glückwunsch, liebe SPD, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind. Zur Beendigung des von uns immer wieder laut angesprochenen Asylchaos gehört es nun aber auch, endlich das Durcheinander bei den unbegleiteten Minderjährigen aufzulösen. Auch hier hilft es nicht weiter, wenn man immer wieder pauschal von den Flüchtlingen redet, die alle ein schweres Schicksal hätten. Es braucht auch hier den gesunden Menschenverstand der AfD, um in einer aufgeladenen Debatte endlich Ordnung in unserem Land zu schaffen. Diesen gesunden Menschenverstand brauchen wir auch, wenn wir über UMAs reden. Wir müssen hier sehr genau differenzieren und dürfen eben nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist mittlerweile offenkundig, ich habe es angedeutet, dass Wirtschaftsmigranten aus allen Erdteilen unser Asylrecht ausnutzen und ein großer Teil der Zuwanderer keinen Asylanspruch hat. Auch wenn man jetzt zu Recht vermehrt abschieben möchte im Bundestag, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland auch im Jahr 2016 mehr Asylanträge angenommen hat als die ganze Menschheit auf diesem Planeten zusammen. Ja, da fragt man sich, was für eine gigantische Fehlsteuerung, was für gigantische Fehlanreize sind nötig, ja, Herr Kurze, Sie nicken, sind nötig, um solche Millionenwanderungen über tausende Kilometer durch zahllose, sichere Länder in Gang zu setzen, meine Damen und Herren. Diese Frage muss man sich stellen. Und der lasche Umgang mit den UMAs ist ein solcher Fehlanreiz. Und diesen müssen wir abschaffen. Es ist Zeit, dass wir einen Wechsel in der Politik hinbekommen, damit dieses Chaos endlich aufhört, meine Damen und Herren. In der AfD wird immer wieder unterstellt, dass sie keine Lösung hätte. Mit Blick in die Realität hier in das Hohe Haus könnte man feststellen, dass wir konkrete Vorschläge gemacht haben. Wir haben ein konkretes, bürgernahes Konzept vorgelegt, wie wir in Sachsen-Anhalt zu einer Obergrenze kommen, Herr Dr. Grube, um die Zuwanderung entsprechend unserer Leistungsfähigkeit in den Kommunen zu begrenzen. Eine Forderung, mit der die CDU 2 Wochen vor der Wahl durch die Lande zog, um sich Wählerstimmen zu ergaunern. Als der konkrete Antrag hier vorlag im Hause, waren Ausreden das Einzige, was sie zu bieten hatten, garniert mit Behauptung, das gäbe es ja alles schon. Und ihr grüner Partner, der Hauptpartner ist gerade nicht da, springt jedes Mal im Dreieck, wenn sie alle paar Wochen vor ihre Mitglieder und vor ihre Wähler auf ihren Parteitagen treten und wieder eine Obergrenze fordern. Hier in Hohem Hause, wo sie hätten einführen können, lehnten sie diese Obergrenze ab. Wählerbetrug nenne ich das. Das ist die gleiche Eierei beim Asylkompromiss. Auch hier lehnten sie den Antrag, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten zu machen, ab. Ihr Landesvorsitzender, Herr Webel, hatte dann kurze Zeit später wieder davon gesprochen, man müsse doch die Maghreb-Staaten ganz schnell zu sicheren Herkunftsländern machen. Sie hatten hier die Chance, auch das haben sie abgelehnt. Und der Gipfel der Scheinheiligkeit war gestern erreicht. Sie schafften es doch tatsächlich nach wochenlangen Bekundungen Ihrer Partei für ein Burka-Verbot, das selbst Ihre Migrationskanzlerin Merkel befürwortet, Ihre Fraktion gestern wie folgt hier zu positionieren. Mit der CDU-Fraktion wird es kein Burka-Verbot geben. Meine Damen und Herren, das war wirklich der Gipfel und da fehlen einem einfach die Worte. Und mir bleibt da eigentlich nur zu sagen, mal reden Sie so, mal reden Sie so. Dann begeben Sie sich wieder auf Diebestor, inhaltlich von der AfD, um dann am Ende unsere Position nachzuplappern auf Ihren Parteitagen, um sich Ihre Posten wieder zu sichern. Weil ja die Mitglieder anders denken. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Ich glaube nicht, dass es noch lange gut geht, aber das ist Ihr Problem. Und Sie sollten sich vielleicht darüber mal Gedanken machen, wie Sie in Zukunft noch vor Ihre Wähler treten wollen. Aber ganz egal, ob Sie sich im neuen Jahr wieder in den Spiegel schauen können oder nicht, die AfD wird nicht aufhören, eigene Lösungen für die von Ihnen verursachten Probleme vorzulegen. Für das Problemfeld der UMAs sage ich Ihnen heute, warum das dringend nötig ist. Bekanntlich sind unter den Asylbewerbern auch Kinder und Jugendliche. Viele kamen als sogenannte UMAs in unser Land und einige haben tatsächlich keine Eltern. Viele von ihnen haben aber sich mit vorsätzlich falschen Altersangaben, gaben sich minderjährig aus, um in den Genuss einer besseren Betreuung zu kommen und weil sie sich mehr Chancen auf einen positiven Asylbescheid ausrechneten. Erst in der letzten Woche wurde bekannt, dass in Dänemark der überwiegende Teil der als minderjährig betreuten Ausländer gar nicht minderjährig ist. Die dänische Einwanderungsbehörde ließ 800 Flüchtlinge, die sich als minderjährig ausgaben, medizinisch untersuchen. Die Tests wurden von der Universität Kopenhagen durchgeführt, von Forensikern unter anderem.
Sie überprüften bis Ende November 800 Migranten und es stellte sich heraus, dass 600, also 75%, nicht minderjährig waren. Der Sinn, sich als minderjährig auszugeben, besteht laut den örtlichen Behörden in Dänemark darin, dass man sich so deutlich mehr Beihilfen erhofft und eine größere Chance auf Asyl. Gleiches Bild in Großbritannien. Dort stellte das Innenministerium im Oktober fest, dass von den 11.000 minderjährigen Migranten nur 4.800, also beinahe 45%, über 18 Jahre alt sind. Auch hier war zu hören, man erhoffe sich ein erleichtertes Nachholen von Familien, eine raschere Unterbringung oder Rechtshilfe bei der Erstaufnahme. In Deutschland ist die Situation ähnlich. Eine kleine Anfrage einer FDP-Abgeordneten in Hamburg hat ergeben, dass die bisher geübte Praxis völlig unzureichend ist und Missbrauch Tür und Tor öffnet. Es kam heraus, dass nach der Erstinobhutnahme und späteren Einstufung vieles falsch gelaufen ist in den letzten Jahren. So lag die Fehlerquote 2012 bei 54, 2013 bei 63%, 2014 bei 56% und 2015 bei 58%. Die Stichprobe war jeweils um die 1000 Personen. Ähnliches Bild in Niedersachsen und Österreich. Das Hauptproblem für die Behörden ist, ich hatte es angedeutet, dass viele unbegleitete Kinder und Jugendliche bei der Einreise keine Identitätsdokumente mit sich führen. Sie können somit ihr Alter häufig nicht nachweisen und das ist dann für die Behörden das Problem. Um zu klären, ob ein eingereister Jugendlicher ohne Ausweispapiere Jugendhilfemaßnahmen braucht oder ob ein Vormund bestimmt werden muss, greifen die Behörden daher auf fiktive Altersfestsetzungen. Diese können von Jugendämtern, Ausländerbehörden, der Bundespolizei oder dem BAMF vorgenommen werden. Nur in wenigen Fällen, und das ist das Problem, gibt es jedoch eine medizinische Untersuchung. Und genau das wollen wir mit unserem Antrag, meine Damen und Herren. In den EU-Staaten kommen zwar unterschiedliche Techniken der ärztlichen Untersuchung und der Altersbestimmung zum Tragen, auch in Deutschland variieren die Verfahren beträchtlich. Aber in vielen Staaten hat sich die Praxis mittlerweile durchgesetzt, dass auf Röntgenaufnahmen beispielsweise und ärztliche Untersuchungen zurückgegriffen wird. Auch in Deutschland müssen wir das endlich machen. Die Rechtslage lässt dies zu. Vielerorts und die Rechtslage aktuell lässt vor allem zu, dass eben gemacht werden kann, wie eben da unten ohne Arzt die Behörden so gerade mal entscheiden. Pi mal Daumen, Altersfeststellung, ich hatte es gesagt. Und deshalb erfolgt vielerorts lediglich eine In-Augenscheinnahme durch das örtliche Jugendamt im Rahmen eines Erstgesprächs, vereinzelt auch gemeinsam mit dem Personal der zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung. Aber nur manchmal werden bei bleibenden Zweifeln hinsichtlich des Alters zusätzlich medizinische Untersuchungen unternommen. Die in den meisten Fällen durchgeführten Alterserrätselungen, muss man schon fast sagen, führen in vielen Fällen zu Fehleinschätzungen. Das hat erhebliche Auswirkungen, die wir uns vor Augen halten müssen. Erstens, die hohe Zahl der falschen Einordnungen führt zu einem Akzeptanzverlust aller UMAs und damit natürlich auch der UMAs und Kinder, die aus tatsächlichen Kriegsgebieten kommen. Zweitens bindet es Ressourcen und Kapazitäten. Ich habe davon gesprochen. Drittens müssen wir uns vor Augen halten, dass Minderjährige im Strafrecht anderen Regeln unterliegen als Erwachsene. Für sie gilt das Jugendstrafrecht. Daher ist die zuverlässige Feststellung, ob eine Person minderjährig ist oder nicht, von überragender Bedeutung in der Frage. Im Mordfall Freiburg, den ich anfangs angesprochen habe, wird das nun zu ermittelnde Alter auch darüber entscheiden, ob der Afghane nach Jugendstrafrecht verhandelt wird oder nicht. Und viertens und letztens, Fehleinschätzungen führen in der letzten Konsequenz zu erheblichen Mehrausgaben. So entstehen beispielsweise Ansprüche aus dem 8. Sozialgesetzbuch. Darauf stellen wir in unserem Antrag auch ab. Die Gesamtkosten für die UMA betragen das Fünffache, auch in Sachsen-Anhalt, pro Nase und pro Jahr, als für einen erwachsenen Asylbewerber. In Sachsen-Anhalt würde das bei einer Fehlerquote von 50% knapp 30 Millionen ergeben, wenn man die Zahlen von Frau Heiß, die sie erfragt hat, aus dem Sommer mal zugrunde legt. Meine Damen und Herren, Gesetze sind nur das wert oder sind überhaupt nur was wert, wenn man sie auch einhält. Und aus diesem Grund sind wir als Rechtsstaatspartei dafür, dass wir uns auch wieder darauf besinnen, dass Gesetze eingehalten werden. Und dafür müssen wir in dem Bereich der UMAs auch Altersfeststellungen durchführen, die natürlich dann auch rechtssicher sind. Und deshalb
besteht großer Handlungsbedarf, weil unsere Gesetze gezielt unterlaufen werden. Die Politik muss nun schnell handeln, und das wollen wir mit unserem Antrag. Wir brauchen eine niedrige Fehlerquote, um auch den Generalverdacht gegen alle UMAs zu beseitigen. Wir fordern daher erstens im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme einer ausländischen Person, dass die Jugendämter zur Altersfeststellung regelmäßig eine ärztliche Untersuchung veranlassen, wenn das Alter durch Prüfung der Identitätsnachweise nicht zweifelsfrei festzustellen ist. Die Untersuchung muss dabei nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgen. Und zweitens und letztens, in den Regelungen des 8. Sozialgesetzbuches muss die Schrittfolge der Altersbestimmung geändert werden, um eben klarzumachen und den Behörden auch klarzumachen, wie sie vorgehen können. Die derzeitigen Regelungen zur sicheren Feststellung des Alters sind unzureichend, und deshalb müssen wir die Gesetze entsprechend ändern. Ich sehe, meine Redezeit ist abgelaufen. Ich bitte Sie, sich das alles mal durch den Kopf gehen zu lassen. Denken Sie daran, 30 Millionen, die wir verpulvern bei solchen Fehlerquoten, die Sie in Deutschland und in Europa vorherrschen, das sind genau die Ausgaben, die wir brauchen an anderen Stellen, wo wir kein Geld mehr haben. Erst kürzlich haben wir gehört, Investitionsstau in Straßen, in Schulen. Wir haben kein Geld mehr, um in unsere eigene Infrastruktur zu investieren. Und deshalb müssen wir schauen, wo wir Gelder einsparen können. Dieser Antrag gibt Ihnen die Möglichkeit dazu. Und deshalb bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Ja. Einen Moment. Es gibt zwei Handfragen. Dann gibt es auch noch von der Frau Lüdemann eine Frage. Hat nicht geklappt. Von der Frau Lüdemann eine Frage oder Intervention. Ja, ist richtig. Nee, da hat es. Ja, da hat es euch gezeigt. Ach so, gut. Ja. Dann geben wir erstmal Herr Borkwardt als Fraktionsvorsitzender das Wort. Herr Präsident, danke schön. Herr Borkwardt, Sie haben das Wort. Ich habe es deswegen nochmal genommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das schon deutlich gemacht hatte, aber nun mache ich es nochmal ganz klar. Die CDU-Fraktion steht voll hinter dem Beschluss unseres Bundesparteitages. Und das, was Sie hier nicht begreifen, meine Damen und Herren von der AfD, ich weiß nicht, ob Sie jemals in dieser Republik eine Koalition bilden können, dürfen, müssen, weiß ich nicht, dann stehen Sie möglicherweise vor einem Problem. Und das ist ganz normal in einer parlamentarischen Demokratie. Damit haben wir und meine Fraktion auch kein Problem. Das heißt nicht, dass wir an unserer Grundhaltung abweichen. Unsere Grundhaltung sagt klar, wir stehen zu dem Bundesparteitagsbeschluss. Und deswegen wusste ich auch nicht, wie fälschlich eine Zeitung geschrieben hat, meine eigene Fraktion durch zweimaliges Hochgehen auf Linie halten, denn das war vorher beschlossen in der Koalition, dass wir überweisen. Und eine Überweisung kommt dann zustande, ähnlich wie bei Maghreb und bei anderen Dingen, sehr verehrter Herr Pockenborg und Herr Reul, wenn wir unterschiedlicher Auffassung in der Koalition sind. Das ist überhaupt gar kein irgendwie abweichendes, das ist eine klare Vereinbarung, und nur das haben wir gemacht. Das will ich nochmal deutlich machen, und ich danke mich herzlich, dass ich jetzt die Gelegenheit dazu hatte. Ich danke Herrn Borkwardt für die Ausführung. Frau Lüdemann, würden Sie jetzt... Ich wollte gerne noch mal hinterfragen. Die AfD-Fraktion, namentlich der Abgeordnete Reu, hat ja immer wieder darauf abgestellt, dass es Ihnen um eine rechtssichere Methode geht zur Altersfeststellung, damit sich niemand einschmuggelt. Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen dann nicht bekannt ist, dass sowohl der Bundesverband der Radiologen als auch der Deutsche Ärztetag davon dringend abrät, weil es eben keine gesicherte Methode zur Altersfeststellung gibt. Selbst das Röntgen, was hier eingeführt wurde, hat eine Toleranzgrenze von 28 Monaten. Das ist Ihnen nicht bekannt, Herr Reul. Herr Reul. Frau Lüdemann, wir sind uns in der Frage einig, dass es keine Methode gibt, die zu 100% eine Sicherheit gibt. Ja, aber was im Leben ist schon hundertprozentig? Also Sie liefern ja nun permanent Beispiele, dass Sie Ihre Programme nicht durchbringen können und so weiter. Und deshalb habe ich in meinem Antrag auch erklärt, dass die Fehlerquote, und ich habe deshalb extra viele Beispiele gebracht, die nämlich in vielen Ländern und auch in Deutschland bei teilweise 50%, 60%, 70%, die bei 3/4 in Dänemark liegt,
dass die einfach viel zu hoch ist. Und es gibt medizinische Untersuchungen, die diese Fehlerquote absenken. Oder finden Sie es in Ordnung, dass jemand vor 3 Jahren als 16-Jähriger oder als 17-Jähriger in Griechenland aufgetaucht ist? 3 Jahre später kommt er nach Deutschland und sagt nochmal, ich bin 17 Jahre. Also das sind doch Fälle. Da unterlaufen wir doch unsere eigenen Gesetze, unsere Glaubwürdigkeit. Die Leute können das nicht verstehen, wenn 35-jährige Männer oder 30-jährige Männer, solche Fälle gab es schon, die sich dann als 17-Jährige ausgegeben haben und dass die dann hier unter Jugendrecht fallen. Das ist doch Hanebüchen. Und um diese Sachen geht es. Wir wollen einfach Klarheit schaffen und die Fehlerquote senken. Und ich habe es ja extra auch nochmal unterstrichen. Es geht auch um den Generalverdacht, denn viele Bürger haben einen Generalverdacht, nämlich durch genau solche Fälle wie jetzt in Freiburg, die in ganz Deutschland diskutiert werden. Und deshalb brauchen wir eine niedrige Fehlerquote und daher der Antrag der AfD. Vielen Dank. Herr Heu, Herr Gallert hat noch eine Frage. Ja. Herr Heu, meine Frage leitet sich aus der formalen Logik ab. Also Frau Lüdemann hat nochmal gesagt, selbst die Spezialisten gehen davon aus, dass es Abweichungen bis zu 28 Monaten nach solchen Untersuchungen geben kann. Dann frage ich Sie, nach welcher Zahl und welchem Bewertungskriterium bemessen Sie eine 70-prozentige Fehlerquote? Weil die kann ich eigentlich nur bemessen, wenn ich eine objektive Altersermittlung hätte und Sie gegenüber einem angegebenen Alter oder damit vergleiche. Wenn es aber diese objektive Altersermittlung überhaupt nicht gibt und es Fehlerquoten von 28 Monaten gibt, wie können Sie dann eine 70-prozentige Fehlerquote ermitteln? Sehr geehrter Herr Gallert. Ja. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Abgeordneter Gallert, ich habe in meiner Rede klar auch die Quellen benannt, ja, beispielsweise das Innenministerium in Großbritannien oder die dänischen Einwanderungsbehörden. Wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass Sie das alles nicht glauben und anzweifeln. Das ist ja eigentlich, ja, und das tun Sie. Ja, das ist schön. Wunderbar. Und die Anfrage in Hamburg liegt ja nun in Deutschland. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und auch dort stellt man fest, dass es eine Fehlerquote gibt. Das ist doch nicht eine Aussage der AfD. Das sind Aussagen von Behörden, von Ministerien, die dort getroffen werden. Und das nehmen wir jetzt zum Anlass. Und wie gesagt, vielleicht reden Sie ja noch dazu. Wie finden Sie es denn, wenn einer in Afghanistan jemand die Klippe runterstürzt als 17-Jähriger, nach Deutschland kommt, noch einen Vormund bekommt und nochmal als 17-Jähriger dann als Jugendlicher hier fungiert und rumläuft? Das sind doch Zustände in diesem Land und die wollen wir beheben. Das ist doch der Hintergrund. Warum kann man das nicht verstehen? Also ich glaube, es ist alles gesagt dazu. Vielen Dank.